Jeden Tag beim Unterricht merke ich, dass ich manchmal eine Änderung machen muss, wo viel Arbeit verlangt wird. Wir müssen vielleicht ein paar Stunden zusammentun und der Schüler selber muss viel trainieren. Und der Schüler selber muss viel trainieren, um eine positive Änderung zu schaffen. Aber dann, und darum geht es in dem heutigen Video, gibt es kleine Korrekturen, die sofort wirken. So, heute bekommst du 10 Korrekturen, die eine sofortige positive Auswirkung haben werden. Ich hoffe, dass du viel Spaß beim Zuschauen hast. Ich bin sicher, da sind mindestens 2 dabei, die für dich sehr wirksam sein werden. Hallo, du bist beim Golf mit Freude. Falls dieses Video dir heute gefällt, bitte teile dieses Video mit deinen Freunden, damit ich ihnen auch helfen kann. Wenn du keine Lust hast, das ganze Video anzuschauen, dann schaue unten in der Beschreibung, das sind verschiedene Kapitel, und dann kannst du zu dem Thema gehen, das dich interessiert. Bitte nicht wegklicken, wenn du das hörst, was ich dir jetzt gleich sage. Das ist so wichtig. Der einfachste Weg, den Ball gerade zu bekommen und weiter zu bekommen, ist es, den Griff zu ändern. Nur du hast bestimmt 100-mal gehört, wenn der Ball nach rechts fliegt, muss die Hand, vor allem die linke Hand, mehr nach rechts gedreht werden. Ich erzähle immer meinen Schülern, so wie man den Arm hängen lässt, so muss man auch den Schläger greifen. So ist der Arm entspannt. Und wie du siehst, du kannst viele Knöchel hier sehen. Das Problem aber ist, die Hand wird mir nach rechts gedreht. Der Griff sieht wunderbar aus, aber der Schläger liegt in der Handfläche. Und das wird nicht helfen. Der Ball wird trotzdem nach rechts fliegen. So, wenn du eine Tendenz nach rechts hast, dann greif den Schläger von oben und schaue, dass du den Schläger in die Finger reinlegst. Und dann wirst du einen starken Griff haben und die Schlagfläche wird im Treffmoment gerade sein. Und das bedeutet Power, Länge und Richtung. Ich werde jetzt etwas tun, was sehr gut ist für den Schwung. Vielleicht kannst du das sehen. Am Anfang des Aufschwungs, als ich den Schläger zurückgenommen habe, habe ich mein Gewicht ganz leicht nach rechts verlagert. Aber ich habe das Gewicht so verlagert, dass das Gewicht innen blieb. Ich bin nicht auf die Außenseite des Fußes gegangen. Warum ist diese kleine Bewegung so hilfreich? Weil es setzt eine bestimmte Reihenfolge von Bewegungen ein, die kritisch sind für dich als nicht erfahrene Golfer. Wenn ich beim Ausholen mein Gewicht erstmal etwas rechts habe, du merkst aber, dass mein Kopf ist ziemlich mittig, dann automatisch komme ich auf die andere Seite, auf die linke Seite. Und es ist diese Verlagerung dann nach links, die notwendig ist für mehr Power, für besseren Kontakt und für bessere Richtung. So, beim Ausholen spüre immer eine ganz leichte Verlagerung nach da und dann hast du die besten Voraussetzungen für einen guten Schwung. Wenn ich sehe, den Ball so anspricht, wie du siehst, ich sitze, dann freue ich mich total. Und weißt du warum? Weil das ist der einfachste Korrektor überhaupt und es hilft so sehr. Wenn ich zu sehr sitze, was wird passieren? Ich schwinge zu sehr um meinen Körper und ich komme nicht wirklich runter in den Boden. Es gibt auch viele andere schlimme Dinge, die daraus resultieren können, aber die werde ich jetzt gar nicht erwähnen. Ich werde stattdessen dir die Lösung erklären. Du musst gucken beim Stand, dass dein Hüftgelenk oberhalb ist von deinem Fußgelenk. Und das Gefühl, das du haben wirst von hier, musst du das tun. Und du siehst, mein Oberkörperwinkel ist geblieben, aber ich gehe weiter weg vom Ball. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mehr nach vorne gebückt bin und mein Gewicht ist mehr auf meinen Fußballen statt auf den Fersen. So, vielleicht, wenn du Top-Probleme hast oder Hackebälle, dann diese Standänderung, schau in den Spiegel und du wirst plötzlich Bodenkontakt haben. Wenn deine Bälle zu hoch und zu weit nach rechts fliegen, die Bälle schießen nicht nach vorne und rollen nicht beim Landen, dann musst du unbedingt gucken, dass du am Ende des Rückschwunges
so aussiehst. Nun, wie sieht das aus? Der Schaft zeigt etwas nach links, aber guck mal meinen Handrücken an. Ich habe meinen Handrücken weg von meiner Uhr gebeugt. Und das hat positive Auswirkungen, weil guck mal die Schlagfläche jetzt an. Die Schlagfläche ist jetzt gerade oder leicht geschlossen. Und das bedeutet, dass ich im Treffmoment die Schlagfläche gerade haben werde und vielleicht in der Lage bin, Draws zu spielen, diese Linkskurvebälle. So, das musst du gleich am Ende des Rückschwunges denken, den Handrücken so zu beugen. Und du wirst dann sofort einen Unterschied hier im Treffmoment sehen. Deine Bälle werden flacher, gerade und insgesamt weiter sein. So, wenn mein Anfängerschüler Schwierigkeiten haben mit Chippen, also flache Chips, hohe Chips mit dem Sandwich, ich habe hier mein Pitching Wedge, dann mache ich Folgendes. Das hilft immer beim kurzen Spiel. Der Ball liegt in der Mitte, die Füße sollen eng zusammen, sie sollen relativ nah am Ball stehen. Der Schaft sollte relativ aufrecht sein, nicht so. Die Arme sind am Körper und dann lasse ich sie Folgendes tun. Siehst du, was ich gemacht habe? 90% meines Gewichts ist jetzt auf meinem linken Bein und nur meine Fußspitze berührt den Boden. Und von hier ist mein Tipp, dass man sich um sein linkes Bein sich dreht. Der Kopf bleibt ruhig, der Kopf bleibt in der gleichen Position, der geht nicht nach hinten, aber der Schwung sieht so aus. Und was toll da ist, man trifft den Ball und dann den Boden. Du siehst, wo mein Kopf ist sogar etwas links vom Ball und so habe ich einen wunderbaren Kontakt. Probier es aus und wenn du möchtest, mach es während der Runde. Du kannst gerne sagen, dass ich das dir empfohlen habe. Weißt du, warum viele Golfer den Ball nicht gut treffen? Es ist ziemlich einfach, die Antwort. Sie greifen den Schläger zu fest. Nur das gilt für kurze und lange Spiel. Ich mache einfach jetzt einen kleinen Chip oder einen kleinen Pitch. Der Ball wird etwas höher fliegen in das Netz. Ich habe mein Sandwich dieses Mal. Und was passiert hier? So, der Schläger wird schon beim Stand zu fest gehalten. Dann wird ausgeholt. Das ganze Gefühl ist dabei weg. Die Schultern sind angespannt und es sieht auch ein bisschen komisch aus. Und dann beim Abschwingen sind die Hände immer noch so festgehalten. Man sollte bloß nicht löffeln, wird gedacht, dass so gespielt wird. Und dann gibt es oft ein schlimmes Loch und ein unkontrollierter Ballflug. Nur um den Ball gut zu treffen und einen weichen Kontakt und Schwung zu haben, muss ich den Schläger radikal weicher greifen. Glaub mir, der Schläger ist kurz vor dem Rausfallen. Und dann sieht die Bewegung so aus. Wie du siehst, die Handgelenke bleiben relativ ruhig. Sie sind aber nicht fest. Und ich werde jetzt den Schläger so locker halten und einen Chip ausführen. Habe ich gelöffelt? Nein. Mein Schläger kam in diese gute Position. Das Griffende zeigt auf den Bauch. Und warum habe ich nicht gelöffelt, obwohl ich den Schläger so weich gehalten habe? Ich habe nicht gelöffelt, weil ich mit der linken Seite geführt habe. Und solange ich mit dem Körper führe, wird im Treffmoment die Schaftposition da sein. Und das ist alles andere als gelöffelt. So, da musst du dich trauen, auf der Range, wenn keiner zuguckt. Der Schläger muss fast rausfallen. Du führst mit der Drehung und du lässt den Schläger das tun, was er möchte. Und du wirst einen viel konstanteren Ballflug haben. Und dann wird der Loft des Schlägers, ich habe hier ein Sandwich, wird den Ball in die Luft bekommen. Wenn du deinem kurzen Spiel eine Schulnote von 3 minus oder schlechter gibst, dann solltest du folgende Methode einsetzen. Für die halbe Schwinge und die kleinen Chips und Pitches, aber bitte nur für die, gucke, dass deine Oberarme am Körper bleiben. Warum nicht beim langen Spiel? Beim langen Spiel ist es in Ordnung, wenn die Arme bis zu diesem Punkt dran sind. Aber wir wollen, dass die Hände ein bisschen höher
aber wir wollen, dass die Hände etwas höher kommen. So hat man viel mehr Power. Und wenn ich das tue, dann löse ich die Arme vom Körper. Aber beim kurzen Spiel wollen wir keine Power, wir wollen Genauigkeit. So, folgendes tun. Das linke Bein belasten. Ich möchte mich um mein linkes Bein drehen. Ich denke, dass meine Arme am Körper bleiben. Und von da gucke ich, dass ich mich einfach drehe in beide Richtungen. Die Drehung ist mit dieser Methode besser und der Schwung bleibt automatisch kleiner. So mit Armen dran wirst du es schaffen, den Boden genau in der Mitte der Füße gegenüber deiner Nase zu treffen. Dein Schwung wird kompakter dadurch. Dieser Tipp hat nicht so viel mit Technik zu tun, sondern mit Strategie, Taktik auf dem Platz. Das hier ist mein Lieblingsschläger. Das ist ein Eisen 4. Mit diesem Schläger schlage ich den Ball weit genug und ich behalte den Ball im Spiel. Für dich könnte dein Sicherheitsschläger ein Eisen 7 sein, ein Rescue mit 26 Grad oder ein Holz 7 oder Holz 5. Aber ich möchte, dass du in der nächsten Runde, wenn du spielen gehst, da solltest du versuchen, nicht ein einziges Mal den Ball zu verlieren oder in ein Penalty Area zu schlagen oder ins Aus. Das heißt, du solltest dabei nicht vorsichtig spielen, sondern du solltest einen Schläger nehmen, mit dem du im Spiel bleibst. Das könnte sein, dass du eine ganze Runde ohne Driver oder Holz spielen solltest. Ich weiß, dass das manchmal sehr, sehr schwierig ist, wenn das Loch super weit ist, nicht das Holz oder Driver zu nehmen. Aber probier das einmal aus, eine ganze Runde ohne Strafschlag. Du wirst dich wundern, wie das Ergebnis anschließend aussieht. Übertreiben. Was meine ich da? Wenn du jemand bist, der zu sehr nach hinten den Rückschwung beginnt, dann musst du das Gefühl haben, dass du nach da ausholst. Und wenn du das tust, wirst du höchstwahrscheinlich auf der richtigen Ebene sein. Sehr häufig ist diese Bewegung, wenn das der Fall ist bei dir, dass du sehr von außen nach innen schwingst, dann ist es notwendig, dass dein Probeschwung beim Probeschwingen extrem übertreiben. Es sollte so aussehen. Nur so, durch diesen riesigen Bogen, wirst du anfangen, von innen zu kommen. Keine Angst, das wirst du nicht in der Realität machen. Aber da du so schwingst, ist dieser Schwunggedanke für dich sehr notwendig. Und dann, vielleicht bist du jemand, der zu sehr von innen kommt. Wie musst du übertreiben? Ja, so. Du musst das Gefühl haben, dass du von außen kommst. Und nur so wirst du den Schläger hier vorne bekommen. Glaube mir, das ist wichtig. Ich sehe das jeden Tag bei meinen Unterrichtsstunden, wie sehr ich meinen Schüler dazu bringen muss, zu übertreiben. Jetzt kommt der letzte entscheidende Tipp. Vielen Dank, dass du mein Video bis zum Schluss geschaut hast. Ich freue mich immer über deinen Daumen hoch. Wieder eine Frage für dich. Überlege bitte beim kurzen Spiel, wohin tendieren deine Bälle? Wenn du den Ball gut triffst, ist es nach rechts, gerade oder nach links? Wenn es gerade ist, dann freue ich mich, dich nächste Woche wieder hier auf YouTube zu sehen. Der Grund für diese Linkstendenz ist eine Schlagfläche, ich habe jetzt ein Sandwich, die nach links zeigt. So, wir müssen einen Weg finden, dass das Blatt im Treffmoment gerade ist oder sogar etwas offen. Es ist sowieso immer gut, die Schlagfläche beim Stand leicht offen zu haben. So, damit ich den Schläger nicht schließen kann, werde ich jetzt etwas tun, was ich beim langen Spiel gar nicht darf und du bitte auch nicht. Ich werde den Schläger bewusst mehr in der Handfläche der linken Hand halten. Und was das bewirkt, ist eine ganz schwache linke Hand und das Blatt bleibt ihr offen. Und schaue, wie dieser Ball fliegt. Der Ball ist sehr hoch geflogen und sehr weich gelandet.
was super ist für kurzes Spiel, oder? Vor allem, wenn ich mit meinem Sandwich arbeite. Außerdem, das ist wichtig, wenn ich im Treffmoment die Schlagfläche so habe, werde ich einen besseren Bodenkontakt haben. Ich werde den Boden mit der Sohle treffen und nicht mit der Kante. So, obwohl es sich sehr komisch anfühlt, sind die Ergebnisse ganz gut. Tschüss.